Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. In meinem Projekt Indien. Wie ihr seht, starre ich gerade auf die britischen Armeen, die zwischen mir und dem indischen Nationalstaat stehen. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie ich die besiegen soll. Ich weiß zwar, dass ich nicht wirklich technologisch viel unterlegen bin ihnen, aber sie sind um einiges mehr. Und vor allem, wenn sie nicht einen anderen Krieg führen, können sie auch viel mehr noch nachbringen. Das ist ein bisschen mühsam. Aber wir sind bereits dabei, 60.000 Mann ausgehoben zu haben. Und hier in Afrika warten noch ein paar, die wir mitnehmen nach Hause. Hara und Hara. Das sind, glaube ich, beide in Afrika, oder? Hara ist in Afrika. Ja, mit etwas Glück, weiß nicht, sind wir aber mit diesen 60.000 Mann in der Lage, Großbritannien und die anderen indischen Gebiete zu besiegen. Besser wäre natürlich, wenn Großbritannien gerade einen, zum Beispiel einen Krieg führt. Am besten einen Weltkrieg, wenn geht. Ja, Russland hat sich nicht bereit erklärt, mit mir ein Bündnis einzugehen, was ich fies finde. Und um auf Platz 8 zu kommen, das heißt eine Großmacht zu werden, dann würden sie sicherlich ein Bündnis mit eingehen wollen, bräuchten wir 477 Punkte. Derzeit haben wir 370, also sind 100 Punkte hinten nach. Gut, das könnte sich vielleicht noch ausgehen, weil unsere Industrie steigt extrem stark. Wir haben ein sehr großes Land, also wir haben relativ viele Einwohner eigentlich. Wir sind sicherlich, was die Einwohner betrifft, stärker als Bayern. Dadurch sollte auch unser Militär jetzt in nächster Zeit stärker wachsen. Wir haben jetzt auch Kolonien, das heißt auch unser Prestige sollte wieder etwas mehr wachsen. Wir werden wahrscheinlich sobald als möglich versuchen, Rest-Äthiopien zu annektieren. Das sind jetzt nur noch zwei Provinzen. Und sobald wir wieder die Möglichkeit haben, werden wir denen wieder den Krieg erklären, indem wir ein Protektorat machen. Aber wir müssen dann auch warten. Wir haben noch eine Waffenruhe mit denen. Und zwar bis zum 2. April 1893. Das heißt, noch vor dem 20. Jahrhundert sollte Äthiopien punjabisch sein oder indisch im Endeffekt. Bis dahin haben wir noch etwas, müssen wir noch etwas Zeit aufwenden. Ja, wir haben relativ wenig Provinzen eigentlich, nur dafür welche mit sehr, sehr vielen Einwohnern. Also Punjab hat 2,5 Millionen Einwohner, das ist extrem viel. Und ich hoffe, nachdem ich dort schon 10% Facharbeiter habe, dass ich dort auch die Angestelltenzahlen etwas erhöhen kann. Ein paar habe ich mittlerweile, glaube ich. Soldaten, Offiziere, Bauern, viele Bauern. Da, tatsächlich. 6 Angestellte. Ganze 6 Angestellte, das ist hoffentlich nicht ihr Ernst. Ich glaube, sie brauchen eine gewisse Alphabetisierung, damit sie zu Angestellten werden. Und wir werden schauen, dass wir... die Steuern für die sind eh schon ganz auf Null, mehr oder weniger. Oder so niedrig halt, wie es geht. Und wahrscheinlich auch die Steuern für die Armen etwas erniedrigen. Wir haben nämlich eh gerade einen ziemlichen Überschuss an Kohle, obwohl wir da relativ viel in unserem Militär buttern. Ja, so schaut's aus. Orissa ist bankrott. Das ist eine interessante Sache. Ist Orissa nicht ein...
einer von diesen britischen Dings starten? Na, das ist Sikkim. Da ist Orissa. Wenn ich gegen Orissa Krieg führe, müsste ich auch gegen Großbritannien Krieg führen. Das heißt, ich hätte auch einen Krieg gegen Großbritannien. Dann könnte ich von Großbritannien verlangen, dass sie einen Staat freisetzen, wenn mein Kriegsziel so, also wenn meine Dings so hoch sind. Und ich kann mit etwas Glück, wenn einer von diesen kleinen Staaten freikommt von Großbritannien, kann es sein, dass sie revoltieren, dass sie Indien gründen durch diese Revolution und mich zu Indien machen, weil ich der stärkste indische Staat bin. Eine gewagte Taktik wäre das. Aber grundsätzlich sollten wir versuchen, diese indischen Staaten freizukriegen von Großbritannien, beziehungsweise die Vereinigten. Na, British Punjab nicht, aber die Vereinten Provinzen, die will ich haben. Boah, die wären super, die sind so mächtig. Die sind noch einmal um einiges stärker als das, was ich habe. Was heißt um einiges? Wenn ich die habe, dann habe ich schon gewonnen. Da würde ich meine Bevölkerungszahl, glaube ich, verdoppeln, wenn ich diese Provinz erobere. Das wäre schon ziemlich cool. Aber wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich gegen Großbritannien gewinnen soll, will, darf. Achso. Ich kann Orissa, glaube ich, nicht einmal den Krieg einfach so erklären. Na, ich muss Großbritannien den Krieg erklären, das ist super. Ich kann, kann ich Großbritannien den Krieg erklären? Nein, ich kann denen gar nicht den Krieg erklären, weil die ein dämlicher Satellitenstaat sind. Also nicht einmal, wenn ich wollte, könnte ich Großbritannien auf diese Art in den Krieg ziehen. Wir dürfen nicht mit den Satellitenstaaten oder Dominions anderer Staaten verhandeln. Finde ich irre. Ich kann nicht von ihm Schuldentilgen verlangen, weil er ein Satellitenstaat von Großbritannien ist. Obwohl er meine die Schulden nicht zurückzahlen kann. Ich finde das nicht richtig. Das ist ein Deadlock. Das ist fies. Und ich kann Großbritannien nicht den Krieg erklären, weil ich den Kriegsgrund nicht gegen Großbritannien habe. Oh, ist das fies. Na okay, wir müssen auf eine bessere Gelegenheit warten. Ich weiß nicht, ob wir die kriegen werden. Jaisalmer ebenfalls und Bikaner. Was machen wir? Ah ja, die Produktion können wir uns mal anschauen. Upsi, was war das jetzt? Ein Dreschunfall. Ist es so was? Dreschunfall, ja. Ist es, so frage ich diese Regierung richtig, dass ein Mann mit seinem Leben hart, mit einem Leben harter und ehrlicher Arbeit ohne Hilfe oder zu wenig einfach so den Unwillen des Schicksals überlassen wird? Naja, ja. Ein Bauer in einem unserer Staaten hatte einen beinahe tödlichen Dreschunfall, der ihn für sein Leben behinderte und entstellte. Der Fall kam ins nationale Rampenlicht durch Parlamentsdebatten um das punjabische Rentensystem. Wir haben ein Rentensystem, welches von reformwilligen Parlamentariern als Keule benutzt wurde, die Regierung dafür zu verprügeln, dass sie nicht mehr für Alte und Versehrte tun. Reformtuch. Oh, wir können eine Sachrente durchboxen. Das würde das Bewusstsein und die Militanz erhöhen. Aber
Aber wir hätten unsere erste soziale Reform. Klar machen wir das. Klar machen wir das. Jetzt haben wir noch dazu eine Militanz von 3. Bei einer Militanz von 3. Wir kommen da erst auf 39,36. Das ist ja unfassbar. Wir werden nie irgendwas durchsetzen. Wir haben jetzt schon mehr Sozialisten als Liberale fast. Wie sollen wir jemals was durchsetzen in diesem Parlament, wenn die sich alle gegenseitig blockieren? Wir brauchen eine Militanz von wahrscheinlich 6 oder so, damit wir irgendwas durchkriegen. Na 5 wahrscheinlich zumindest. Na 5 müsste reichen. Ja, gehen wir 50% der Konservativen und Sozialisten. So viele Reaktionäre wird es ja dann doch nicht geben im Staat, oder? Ja, wer weiß. Spannungen in Belutschistan. Na super. Wie schaut denn das aus mit den Konflikten? Wow. Wir hoffen einfach, dass Österreich als nächster dran glauben muss, was die Konflikte betrifft. Österreich sind sowieso arme Schweine. Okay, jetzt haben wir schon 2 da. Aber es kommt noch eine Einheit. Ein Pionier kommt noch nach. Oh, ist gezeichnet. Und dann sind wir mit 6 Regimentern, 6 Armeen. Am Start. Dann haben wir circa so viel wie da in diesem Grenzgebiet steht, was wir sehen. Naja, nein, ein bisschen mehr haben wir schon. 6 mal 30 sind 180.000 Mann hätten wir dann und da stehen nur ist gut. So, was haben wir da? Wir brauchen mehr Liberale, ihr Idioten. Eine empirische Kampfeffizienzmatrix, das klingt gut. Das klingt echt gut. Ich will wissen, das gibt's ja wohl nicht. Wir haben nur 40% der Oberhausstimmen, das gibt's ja nicht, obwohl 30%, ach so, wir haben 20% Reaktionäre im Parlament, die stimmen nie dafür. Und 6% der Nacho-Liberale, die stimmen auch nie dafür. Und 2,5% Kommunisten. Könnten wir bitte weniger von diesen Radikalen da drinnen haben im Parlament und mehr von den Gemäßigten? Okay, wir sind selbst die Radikalen, also so gesehen. Ah, ein Krieg, ein Krieg, ein Königreich für einen Krieg. Wieso ist Großbritannien nicht dabei? Die halten sich immer nobel heraus. Zumindest schaut es fast so aus. Yo, Russland und Spanien gegen Frankreich und Österreich. Das ist sehr selten, dass Russland gegen Frankreich Krieg führt. Spanien hätte ganz gerne sein Land zurück. Ja, aber es ist leider nicht Großbritannien dabei in dem Krieg. Was ich schade finde. Großbritannien, die wären es halt. Die sollen Krieg führen, gefälligst. Indem ich Krieg führen, werde ich mal anfangen, so richtig fest auf sie loszulegen. Niederlande, ja, die dürfen durch. Weißt du nicht genau, wohin die wollen? Wahrscheinlich nach Russland, aber Reisende soll man nicht aufhalten. Naja, Russland und Spanien mobilisieren natürlich jetzt auch. Okay, warte mal, was war das? Haben wir gesagt? Was ist besser? Was bringt mehr Geld? Ich glaube, Luxuskleidung bringt mehr Geld. Oder hängt das davon ab? Ah, sehr gut. Ja. So, dann 9. Hier geht es gleich aufs Schippernackel und das Schippernackel fährt darüber.
Frankreich, natürlich dürft ihr durch. Gerade ihr. Euch will ich nämlich eh auch ganz gerne. Wenn schon Russland nicht geht, vielleicht kann ich euch ein Team verbessern. Norddeutscher Bund hat ja schon super Beziehungen. Das, wie wäre es mit einem Bündnis, Norddeutscher Bund? Wieso haben wir minus 102? Grrr. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? 376. Und günstiges Eisen. Das bringt uns eigentlich kaum was, aber Kohleproduktion steigt immerhin. Und Kohleproduktion haben wir ja. Eisen zwar nicht, aber was soll's. So, machen wir die Raumverteidigung. Oder machen wir hinten, machen wir Hinterladergeschütze mal. Als erstes holen wir langsam auf den Rest der Welt, was Militärtechnik betrifft. Um ehrlich zu sein, ich möchte. Was? Ungemacht. Oh, es scheint, dass Bayern sich dazu entschlossen hat, Afghanistan im aktuellen Konflikt zu unterstützen. Oh, und der Norddeutsche Bund unterstützt uns. Das ist aber nett von ihnen. War doch gut, dass ich in die was investiert habe. Der Norddeutsche Bund ist auf jeden Fall besser als Bayern als Unterstützer. So, wer kann sich dann noch einklinken? Italien, die unterstützen uns. Das ist gut. Was ist mit Großbritannien? Finde ich gerade Krieg? Großbritannien führt gegen Bhutan Krieg. Ist das irre? Die sind verbündet mit mir. Das ist eine gute Frage. Sollen wir das machen? Oder sollen wir sie gewähren lassen? Ich würde ganz gern ausprobieren, ob meine Truppen das schaffen. Normalerweise müssten meine Truppen stark genug mittlerweile sein. Ich speichere ab, Freunde. Bevor ich dazu sage. Und da müssen wir uns ein paar Sachen überlegen. Sagen wir mal zu. Weil wir nicht so sind. Gut, dann werden wir im Haushalt mal alles da rein stopfen, was nur geht. Die Zölle werden wir dafür bloß senken. Wir werden. Na, das lassen wir einfach da oben, aber wir werden die Unterschicht und die Oberschicht etwas mehr besteuern. Und die Bürokraten lassen wir da, aber die Bildung setzen wir ein bisschen runter. Die Leute sollen blöd sein, wenn wir sie schon in den Krieg schicken. So, und dann hoffen wir einfach, dass Italien auf unsere Seite kommt und dieser Konflikt eigentlich gleich Geschichte sein wird. Und hier werden wir Folgendes machen. Wir werden uns versuchen, möglichst von den Briten fernzuhalten. Und wir werden versuchen, möglichst diese Kleinstaaten da zu eliminieren mal als erstes. Und mit etwas Glück, du gehst einmal daher und holst da deine 9000 Marxeln. Mit etwas Glück werden die Briten nicht mobilisieren. Wir warten mal ab. Wenn die Briten mobilisieren, werden wir das auch tun. Aber wenn sie es nicht machen, dann machen wir es auch nicht. Ich hasse es zu mobilisieren. Wow, ich hoffe, die kommen noch an rechtzeitig, ja. Gott sei Dank. Die Schiffe werde ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr aus dem Hafen rausnehmen. Problematisch wird wahrscheinlich sein, dass wir unsere Kolonien verlieren. In dem Kampf. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da gegen die Briten machen soll, wenn die da Truppen haben. Schiffe habe ich keine, um sie aufzuhalten. Mal abgesehen davon, wenn ich Schiffe hätte, die sind technologisch so unterentwickelt. Ja, kann man jetzt nichts machen.
Gut, dass ich die Truppen, die ich da drüben gebaut habe, noch darüber geholt habe. Weil der Krieg wird hier gewonnen oder verloren. Schauen wir mal. Ist okay. Wo gehst denn du eigentlich hin? Gehst du da eh runter? Ja. Ah, warte mal, wir werden außerdem... Wir werden außerdem die Geschwindigkeit ein bisschen runtergeben. Wow, 78.000 Mann, 39.000 Mann, 27.000 Mann. Irre, irre. So, da, 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 da. Wir warten einfach, da kommen sicher welche zu mir. Amritsar. Ach warte, die führen ja gar keinen Krieg gegen mich, die Kleinen. Die hat er nicht eingeladen. Dann müssen wir die Taktik ein wenig ändern. Mist. Na, geh mal da her. Geh mal da her. Schauen wir mal, was da drüben ist. Ah, shit. Irgendwie ist das nicht gut. Wir müssen diese Leute dort vernichten, wenn geht. Das heißt, wir müssen sie dazu bringen, dass sie mich angreifen, wenn geht. Mit möglichst wenig Leuten, wenn geht. Lassen wir da 90.000 stehen. Und schauen wir mal, was da unten passiert. Okay, sie haben bis jetzt noch nicht mobilisiert. Das ist einmal ein gutes Zeichen. Hier geht's einmal daher. Schauen wir mal, was passiert. Nein, du bleibst stehen. Die 9.000 kommen zu dir. Dann wollen wir 120.000 dafür die Verteidigung verwenden und den Rest lassen wir da ein bisschen was erobern. Würde ich fast sagen. Da haben wir 26.000 Mann. Die hungern. Genau darüber. Wäre natürlich cool, wenn wir diese 52.000 da loswerden könnten, schon mal als erstes. Du gehst daher, ihr zwei bleibt zusammen. 60.000 Mann. Und hier geht's mir da in die Berge. Na gut, belagern wir das dann mal. Schauen wir mal, was passiert. Wohin gehen die? Nach Sialkot. Einer von euch zwei geht daher. Du bleibst stehen. In Sialkot können wir euch empfangen.
Was ist mit euch? 90.000, 30.000. Ihr bitte geht's nach Lahore. Nein. Geht's mal nach. Da mal nach. Wo noch da? Gehen wir mal da rüber. Gehst du nach Sirkot? Na, du bist so ein Feigling, das ist unglaublich. Wir sind Wilde, greift's uns an. Wo ist denn Amritsar? Wo geht denn der hin? Mit seinen Truppen. Das ist ein guter gutes Gebiet, da können wir sie empfangen. Egal wie viel kommen, da können wir auf jeden Fall ihren Ansturm aufhalten. In der Gegend. Da geht er hin, das gibt's ja wohl nicht. Feigling. So. Na gut. Das ist ja schnell gegangen. Gehen wir gleich weiter nach Jaipur. Modellkolonie. Wir werden auf keinen Fall eine Kolonie von euch. Wir werden euch schon zeigen, was das heißt. Dass ihr es euch gegen uns angelegt habt. Gut. Du gehst heute nach Qualior. Ah, da kommen noch einmal Panipat, das sind noch einmal ein Haufen Leute. Noch einmal 41.000. Wir sollten die echt angreifen, bevor sie zu viele werden. Aber wie soll ich die angreifen? Im Gebirge? Das ist ja Selbstmord. Wie schaut's denn mit meinem Dings aus? Wie wär's, wenn du auf meine Seite kommen würdest? Italien. Der geht nach Panipat. Der wird wahrscheinlich versuchen, uns hier rauszuhauen. Ihr geht es nicht ganz so weit darüber. Ihr müsst es da vielleicht aushelfen. Unten im Süden. Ist okay. Wow. Nach Jaipur. Na gut, dann gehen wir auch nach Jaipur da. Mit seiner großen Armee kommt er da runter, gell? 50.000 Mann nach Jaipur. Ihr? Schaut mal, ob ihr auch dorthin kommt, noch rechtzeitig zur Party. Nach Lahore und Firozpur. Du gehst nach Lahore, du gehst da runter. Bist du deppert. Oh, aber wir sind gleich viele jetzt. Schauen wir mal. Wie schaut das aus mit der Schlacht? Was hat denn der da? Artillerie hat er. 3, einen Pionier, 2 Kavallerie. Ein bisschen besser ausgebildet sind wir vielleicht, aber. Ja, das habe ich befürchtet, sowas in die Richtung. Könnten wir bitte etwas mehr Aufmerksamkeit auf die Gebiete legen, wo irgendwelche Feinde uns angreifen? Ach, Scheiße. Könnten wir uns bitte zurückziehen? Ach Gott, der nimmt uns total auseinander. Folgt er uns dorthin? Ich hoffe nicht. Ihr geht bitte daher. Und der Rest von euch. Könnt ihr diese Schlacht gewinnen? Ich glaube nicht. Ach, das habe ich ganz schlecht gemacht. So. Du. Daher. Ihr. Geht's nach Kalat, beziehungsweise nach Sukur.
fernab von den wahnsinnigen Briten. Gebitte, woher nimmt denn der die ganzen Truppen? Ach Gott, ich hasse euch. Hat er mobilisiert? Und ich bin's nicht. Und ich hab's nicht gemerkt. Nein, der hat nicht mobilisiert. Wieso hat der eine Stärke von 155 bei den Truppen, obwohl der mindestens dreimal so viele Leute hat wie ich? Ich meine, der hat noch dazu Schiffe bei diesen 155 Punkten. Das kann doch gar nicht sein. Wo nimmt er die Truppen her? Ah! Du gehst noch einmal weiter zurück nach Ketter. Nein, nach Peshawar. Wäre schön, wenn wir die da gewinnen würden, die Schlacht zumindest. Warte mal, irgendwo werden wir wieder angegriffen. Das ist super. Ah, okay. Das war's mit diesen Truppen. Das war extrem mies. Ich hasse das Spiel. Echt jetzt? Haben wir das verloren? Na gut. Oh, Eritrea wollen sie erobern. Naja, das war ja abzusehen, dass sie sowas machen würden. Okay. Wir laden neu. Hä?